Ich möchte heute mit dir und Lucky das An- und Ableinen durchgehen. Klar, man kriegt den Hund irgendwie an die Leine und man kriegt ihn auch irgendwie runter. Aber wenn man dabei so ein paar Regeln einhält, dann funktioniert es einfach besser. Ich fange jetzt mal mit dem Anleinen an. Und wenn wir das durch haben, machen wir das Ableinen. Ja? Beim Anleinen ist wichtig, dass wir es vermeiden, dass wir den Hund so rufen, dass wir uns dann praktisch mit unserem ganzen Körper über den Hund drüber stülpen, ja, um ihn dann anzuleinen. Weil das kann man sich vorstellen, ist für den Hund sehr unangenehm. Ja? Wenn wir uns denken, dass jemand, der so groß ist wie ein Baum, so über uns rüberbeugt, ne, dann wird er ein bisschen komisch und man denkt, das brauche ich nicht unbedingt. Ja? Und deshalb werde ich den Lachen gleich zu mir rufen. Und werde ihn auf eine Art und Weise mit dem Schau mal her, das er ja schon kennt, rufen, dass er quer vor mir zum Stehen kommt. Mhm. Und während er dann vorne das Leckerchen nimmt, hänge ich hinten den Haken ein. Und ich schaue, dass das ziemlich zeitgleich passiert, ja, weil er dann das angehängt werden als etwas ganz positiv empfindet, weil in dem Moment, wo er am Rücken den Karabinerhaken spürt, nimmt er vorne das Leckerchen. Ja? Okay. Lucky, schau mal her. So ist es. Und im Grunde genommen ist es das schon. Ja? Ganz wichtig, was wir nicht möchten, ist, dass der Hund sich zum Anleinen hinsetzen soll. Also das hast du ja sicher schon öfter mal gehört, in Hundeschulen oder auch Erziehungsvideos oder im Fernsehen. Der Hund soll sich setzen, wenn man ihn anleint. Ja. Das Blöde daran ist nur, wenn man so eine Regel aufstellt, dann macht die ja nur Sinn, wenn man sie wirklich immer durchführt. Mhm. Ja? Und immer würde bedeuten, auch bei Platzregen, bei Schneesturm, bei Gewitter. Ja? Und dann hast du natürlich das Problem, eigentlich willst du den Hund schnell an die Leine kriegen, zum Beispiel, weil da ein Reiter vorbeikommt, wo er nicht hinterherlaufen soll. Und jetzt diskutierst du bei dem Dreckswetter mit deinem Hund darüber, ob er sich bei dem Mist hinsetzen will oder nicht. Und das macht ja gar keinen Sinn. Ja? Es ist ja auch nicht so, dass es einfacher wäre, einen Hund anzuleinen, wenn er hier sitzt, ja? Sondern im Gegenteil, wenn ich ihn praktisch so rufe mit der Hand, so einladend, dass er quer vor mir zum Stehen kommt, dann ist hier der Kopfbereich, über den ich mich nicht drüber bücke. Und da hänge ich den Karabiner ein und schon ist die Sache erledigt. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dein Hund läuft frei und da hinten ist, keine Ahnung, da kommen jetzt zwei Jogger und du willst ihn einfach flott an die Leine haben, dann machst du gar nicht lange rum mit Sitzen und Halala, sondern einfach rufen, Haken einhängen und der Hund ist gesichert. Ja? Ich mache es dir nochmal vor und dann probierst du es selber, okay? Alles klar. Lucky, schau mal her. Super, sehr gut machst du das. Als Tipp vielleicht noch, ich nehme das Leckerchen und klemme mir das praktisch mit dem Daumen in die Hand, ja, dass ich das vorne, pass mal auf, schau mal, halte ich es fest, bis der Haken drin ist und dann lasse ich erst los. Okay. Ja? Und dadurch verhindere ich praktisch, dass er es schon drin hat, ich habe den Haken vielleicht noch nicht, er rennt schon wieder rum, ich muss ihn wieder zurückrufen, ne? Sondern ich lasse wirklich erst los, wenn der Haken eingesetzt ist. Ja? Okay. Lucky, schau mal her. Okay, das hat ja schon super geklappt. Ja? Jetzt gibt es noch so ein paar Details zum Anleinen, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Also wir haben uns ja jetzt sozusagen mit diesem Übungsaufbau von Leckerchen in der Hand und dann Einhängen ganz viel Mühe gegeben, das Anleinen für einen Lucky positiv zu verknüpfen. Anleinen ist toll, da kriege ich was und der Haken wird eingehängt. Ja? Um dir das zu erhalten, ist wichtig, dass du ihn niemals so zur Strafe anleinst. Also das hast du ja vielleicht selber schon mal bei dir erlebt oder bei anderen beobachtet. Man ruft den Hund zwei, dreimal, der kommt und kommt und kommt nicht. Mhm. Und irgendwann geht man dann hin und ist schon total genervt und sagst du so, und jetzt kommst du an die Leine. Mhm. Ja? Und dann sind natürlich auch die Bewegungen ruckartiger und man hat irgendwie schon keine Nerven mehr. Und das ist zwar menschlich verständlich, aber natürlich fatal, weil der Hund jetzt lernt, naja, also anleinen, wenn Frauchen zum Anleinen kommt oder mich ruft, dann muss ich erstmal gucken, wie die drauf ist. Wenn die gut drauf ist, ist Anleinen schön. Und wenn die gerade stinksauer ist, dann ist Anleinen nicht so gut. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja. Das andere, was wichtig ist, ist, dass du ihn nicht immer nur dann anleinst,
wenn irgendwas Besonderes los ist. Mhm. Weil das sind die Hunde, die dann schon gelernt haben, wenn Frauchen hier mit dem Haken in der Hand steht und ruft, ne, dann muss ich erst mal gucken, was ich eigentlich verpasst habe. Was ist denn los? Ne? Wo sind sie denn, die Hasen oder die Jogger oder was auch immer? Und das Gleiche gilt, dass man ihn natürlich nicht immer nur dann anleint, wenn es dann nach Hause geht. Mhm. Weil er dann lernt, naja, also anleihen ist ja total behämmert. Ne? Dann geht's heim, dann ist mein schöner Spaziergang zu Ende. Mhm. Also am besten ist es wirklich, du gehst mit ihm spazieren, leinst ihn zwischendrin mal an, gehst mit ihm so 20, 30, 40 Meter an der Leine und dann leinst du ihn wieder ab, sodass er lernt, also anleihen ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ich kann ja auch gleich wieder vom Haken runter. Mhm. Ja. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ableinen, weil, Haken runter, auch dafür gibt es praktisch ein paar Regeln. Okay. Wenn man die einhält, funktioniert es einfach besser. Mhm. Das, was wir nicht haben wollen, das ist, dass der Hund praktisch schon so in den Startlöchern steht, dass er los will. Ja? Und der Halter versucht dann noch irgendwie den Haken abzukriegen und kaum ist der Haken raus, ist der Hund unterwegs, ja, wie so ein abgeschossener Torpedo durch die Landschaft geflogen. Und um das zu verhindern, gebe ich dem Hund das Kommando Warte. Mhm. Ja, das baue ich jetzt dann gleich mit ihm auf. Mhm. Und wenn ich gesagt habe, warte, soll er einfach stehen bleiben. Ich gucke, dass ich ihn wieder so positioniere, dass er seitlich von mir ist. Also, dass ich mich nicht zum Ableinen dann wieder über ihn stülpen muss, sondern dass ich ihn dann seitlich aushängen kann. Ja, und dann möchte ich eben nicht, dass er gleich loszischt, sondern dass er noch stehen bleibt, bis ich ihn über Schau und Weiter aus dem Kommando entlasse, so wie er es ja von anderen Kommandos, die er schon kennengelernt hat, auch schon weiß. Schau und Weiter. Gut gemacht, beinahe. Okay, also du hast gesehen, auch beim Ableinen muss er sich nicht hinsetzen. Wir haben sonst wieder das gleiche Theater. Was ist bei Schneesturm, bei Regen oder wenn ich im Matsch stehe und ihn aushängen will? Mhm. Ich gebe ihm einfach nur mit dieser seitlich gestellten Hand das Kommando Warte. Mhm. Dass er darauf jetzt reagiert hat, war praktisch so ein instinktives Was? Ja? So wie ich einem Menschen, der zum Beispiel sehr schnell auf mich zukommt oder ärgerlich auf mich zukommt, man sagt ganz instinktiv, oh, warte mal. Ja? Und dann habe ich ihn ausgehängt, habe mir seine Konzentration nochmal über das Schau und Weiter geholt und habe ihn gehen lassen. Mhm. Ja? Und jetzt am Anfang beim Üben musst du einfach sehen, dass dieses Schau und Weiter recht bald kommt, weil er es ja noch nicht so kennt, dass er wirklich auch länger stehen bleiben soll, bis wir ihn entlassen. Mhm. Wenn er sich daran aber mal gewöhnt hat, also wenn er weiß, nach dem Aushängen erst noch Schau und Weiter und dann kann ich gehen. Dann kann man ihn zum Beispiel auch aushängen, kann nochmal in die Landschaft gucken, ob alles okay ist und kann dann sagen, Schau und Weiter. Ja? Und der Freilauf ist dann sozusagen die Belohnung. Das heißt, es muss nicht extra ein Leckerchen geben, sondern dass er dann eben sausen darf, das ist eigentlich Belohnung genug. Okay. Ja? Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wenn er mal mehr Speed hat, also eben ist er recht ruhig neben mir gelaufen und als ich dann gesagt habe, warte, hat er auch gleich auf die Hand geguckt. Mhm. Ja. Wenn er mal mit ein bisschen mehr Speed unterwegs ist und du ihn erreichen willst, dann machst du es einfach nur so, dass du die Leine hältst. Also nimm mal kurz. Also auf keinen Fall rucken oder sowas, sondern wenn er jetzt so läuft, dann hältst du, dann merkt er ja, ey, es geht nicht weiter. Mhm. Und wenn er sich dann zu dir umdreht, so nach dem Motto, hey, wieso geht's denn nicht weiter? Dann sagst du, warte, dann hast du wieder deine seitlich gestellte Hand, wo er, bleibt stehen und du kannst ihn dann aushängen. Ja. Ne? Mhm. Okay, ich drehe noch mal eine kleine Runde mit ihm und mach das Ableinen noch mal, dass du es dir noch mal anschauen kannst. Alles ja? klar. Super. Also du hast gesehen, Lucky versteht schon, worum es geht. Er weiß, warte bedeutet einen Moment stehen bleiben, dann aushängen, dann überschau und weiter aus dem Kommando entlassen werden. Mhm. Wenn du jetzt das An- und Ableinen mit ihm zu Hause übst, bitte dran denken, wie bei allen Kommandos, erstmal in reizarmer Umgebung anfangen und dann
die Ablenkung allmählich steigern, bis er dann auch unter großer Ablenkung stehen bleibt, bis du ihn überschauend weiter entlässt beim Ableinen. Und beim Anleinen, auch bei großer Ablenkung, kommt und sich trotzdem eben den Karabiner einhängen lässt und mit dir dann weitergeht. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Danke. Tschüss.